Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Wir sterben alle langsam vor uns hin. Letzten Part ist Okami Himmel draufgegangen. An Stresskotzen. An unregulierten Stresskotzen. Das hat noch nicht mal, war noch nicht mal krankheitsbezogen. Das ist eine Tragödie. Ha. Naja, gut. Wir haben jetzt in den letzten Parts allgemein Leute verloren, was mich so ein bisschen ankotzt. Nahrungsmittelproblematiken etc. pp. Ja, von Krankheiten hatten wir alles. Ja? Aber was war das Problem? Friesen. Naja, gut. Wenigstens war das nicht so eine zwergische Geschichte, wie dass man sich irgendwo eingräbt. Ja? Oder ob man das einfach dass man sich in die Lava unter sich einbaut. Und das ist so ein klassisches Minecraft-Problem, beziehungsweise so ein klassisches Dwarf Fortress-Problem, je nachdem, welche Generation du angehörst. Ja, ne? Nee. Nee, du. Hat das sein müssen? Nee. Aber ist trotzdem passiert. Nee. Und, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben jetzt auf jeden Fall ein bisschen was auf Vorrat. Das heißt, das so Mushfry ist schon mal auf jeden Fall ein ganzes Themachen hier. Haben wir jetzt aus 24.000 allein nur an, ja, im Prinzip eigentlich frittierten Dreck. Ja? Scheint einiges an Kalorien zu haben. bäh. Sag ich nur, bäh. Aber die Leute fressen es. Die Leute sind auch deswegen gerade ein bisschen angepieselt, muss man dazu sagen. Aber ja, ne? Das ist jetzt leider so. Ich habe jetzt die Gräber einfach mal straight überall verteilt. Hier kam ich hier direkt bei ihren Viechern, ne? Ich glaube, dass Storytelling mir gerade jetzt ein bisschen wichtiger ist als Gameplay Optimizations. Ne? So, hier ist auch Sauerstoff langsam ein bisschen knapplicher Natur. Das heißt also, wir werden das hier mal aufdrehen. So, hier wäre es sauber. Ja, ja, ist sauber. Nice. Das heißt also, wir können hier unten dann auch weiter abgraben. Also, dass das ganze Sauerstoff abskimmen. Ne? Hier. Phoenix ist immer noch ein bisschen angeschlagen von der ganzen Aktion. Naja. Könntest du mal einen Hebel ziehen? Nee. Ist nicht dein Style. Player macht's deswegen. Ah. Ah, was haben wir hier für Probleme? Fertilization. Wieso macht ihr euren Job? Nee. Ah, wir hatten ja jetzt einen Farmer. Ja, da war ja was, ne? Wir haben ja jetzt einen Farmer weniger. Ganz böse gesagt, Korax. Ganz schlecht ausgesagt. Ganz schlechte Karten hier jetzt. Ja, ne. Dann würde ich mal sagen, gut, das ist alles 7, das passt eigentlich. Weil die Reihenfolge, in der das Ganze ist, ist eigentlich relativ west. Ich habe immer noch kein Refined Metal. Oh. Gibi sitzt hier am Piranha-Becken. Und denkt sich, Mutter sein. Ja, Edmund sein. Gibt es eigentlich nur eine Pumpe? Draws a small amount of liquid and runs through pipes. Ja, das ist wahrscheinlich umgebungsbezogen. Also es gibt keine Pumpe, die nur Zeug in Rohren pumpt. Also ein Input als Rohr hat und ein Output als Rohr hat. Suffocating. Oh, Ape. Ape! Hier ist Luft. Sogar ziemlich nahe. Was ist hier los? Ja, nicht genug Kupfer. Nicht genug Kupfer. Das ist jetzt natürlich Mörderkacke. Warum ist hier oben noch keiner am Berging? Es wäre ja nicht so, als ob wir es nicht brauchen würden. Copper Ore into Copper. Und wir haben Copper Ore. Aber keiner von euch will dreschen. Nee. Und auch keiner kümmert sich hier gerade um den Fertilizer. Was ist hier los? Haben wir denn hier Slime? Was hat... Der Hintergrund ist auch wieder geil. Raw Materials. Granit, Sandstone, das ist nicht erst zu suchen. Organics Cultivators. Wir haben kein Dirt mehr. Wir haben kein Dirt mehr. Wir haben kein Dirt mehr. Nicht. Das ist wenig.
Das heißt, dann müssen wir ein bisschen graben. So, hier ist auf jeden Fall Dirt. So. Dann haben wir das hier schon mal. Dann könnten wir das hier auch wegräumen. Dann können die auch hier hin. Und dann können wir noch weggraben. Das ist Granit. Digging Tool, das ist auch Sandstone. Das hier ist Plain Old Dirt. Das ist auch Granit. Hier wäre auch wieder Dirt. Mhm. So. Starvation. Das, ich kriege jetzt gerade so PTSD, wenn ich das sehe. Komm schon, Ellie! Renn hoch und hol dir was zu fräsen. Jetzt geht's hier vorher kacken. Mädel, du bist starven. Weh, du gehst jetzt pennen und stirbst deswegen. Nee, die geht jetzt tatsächlich noch zum Fressen vorher. Gut, gut. Ah. Jetzt ist eine Prickleberry besorgt. Ja. So. Was haben wir hier? Yo. Building Lex Resources. Dann haben wir Hydroponic Farms. Mikromasche. Agile Destillerie. Metal Tile. Ja, das sind alles so Sachen, die jetzt so dran können. Aber, ja. Da will keiner gerade dran arbeiten, obwohl das gerade wichtig wäre. Building Disabled. Habe ich das disabled? Enable Building. Na, hier haben wir den Retard. Das hier ist ja vielleicht das Problem, ne? Ah, 5 Minuten Retard. Nein! Aber gut, jetzt haben wir wieder Möglichkeiten, Ohren zu verarbeiten. Das ist zwar die ineffiziente Form davon, aber ja, ne? Besser als Nothing. Und ja, ne? Wir haben jetzt gerade ein paar Bedarfsfälle. Gut, gut, gut. Ich werde wahrscheinlich hier auch eine Pumpe hinbasteln müssen. Das kann auch sein. Dass ich hier einfach nur eine Öffnung mache und das dann einfach rauspritschen lasse. Ja, das ist halt jetzt die Frage. Wie mache ich das intelligenterweise? Weil wenn es keine Pumpe gibt, die ein Rohr-Input und ein Rohr-Output hat, dann ist das natürlich doof. Wobei faktisch gesehen... Nee. Doch. Doch. Wir könnten das so machen, dass wir ein Zeug als Input haben. Also hier einen Input hinbauen. Oder hier. Der schiebt das dann hier rüber. Der schiebt das dann hier durch in den Tank. Schiebt das dann, der Tank schiebt das dann, weil da oben, schiebt das dann da hier durch, weil hier unten eine Öffnung ist für den Auslass. So könnten wir das auch machen. Ja, da wird das irgendwie so, in der Regel wird das, irgendwie so wird das laufen. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal den Tank so füllen. Das passiert hier. Ja. Dann machen wir hier mal die isolierte Cancel Building. Cancel Building. Und dann machen wir hier bei Plumbing eine Öffnung hin. Weil es unterm Strich kein Thema ist. Oder? Ja, eigentlich nicht. Hier wird es kalt und oben wird es warm, weil es so etwas ist. Hier wird auch die Kälte dann aufgenommen. Ja. Starvation! Ja. Starvation! Gibby! Warum gehen sie jedes Mal aufs Klo und verhungern vor der Toilette? Das ist irgendwie irritierend. Ja gut, aber wenigstens ist noch alles halbwegs sauber hier. Aber Leute, wir haben eigentlich zu essen. Ihr seid bloß so doof, ist es euch zu holen, ne? Wie gesagt, PTSD jetzt von den ganzen Aktionen hier. Mhm. Prui, prui. Ja, schnarcht da was vor. 25. 68 ist auch gut. War jetzt für den Moment kein Strom da. Da ist kein Strom. Warum ist hier kein Strom? Halt wieder schwer, die vergessen, die Kohle nachzuschieben. Dabei kann jetzt irgendwie jemand mal die Stresskotze aufheben. Ist auch von Okami Himmel.
So. So. Wann machen die eigentlich die Rohre hier weg? Also, wie warm ist es da eigentlich mittlerweile? Ja, fast 60 Grad. Ein bisschen suboptimal, wenn ich das so behaupten darf, meine Damen und Herren. Suboptimal. Aber wir haben jetzt hier wieder eine Möglichkeit, ein Duplikant auszuwählen. Dann schauen wir mal, was es uns zur Verfügung steht. Die wollen mich foppen! Jetzt! Jetzt kommen sie damit! Ah! Ah! Oh Mann, die wollen mich foppen. Aber sowas von volle Kanne. Hart. Ah Mann, aber gut, wir haben einen Graber. Und Kamihime war ja ein Ranger. Wir brauchen wieder einen Ranger. Nee, wir brauchen keinen Digger gerade. Naja, wir nehmen das Fressen. Die wollen uns volle Kanne foppen. Da bin ich aber sowas von sicher. So, jetzt haben wir das. Jetzt rammen wir das Essen noch schnell auf. Naja. So, by the way, wie ist das jetzt mit dem Abräumen hier? Das möchte ich gerne, dass es ein bisschen rascher passiert. So. So klingt gut. Mhm. So, wie sieht es? Polluted Oxygen. Aber relativ dünn. Kann das sein, dass ich das vergessen habe zuzumachen? Yep, ich habe es vergessen zuzumachen. Wie sieht schlimm sieht's aus? Volle Kanne. Na gut, das dürfte sich relativ bald auflösen. Würde einer schalten, walten? Ja, Niles. Bist du das, der da gerade schwach? Gut, passt. Bist ein guter Dupe. Bist ein sehr guter Dupe. Gut, aber dass das ganze Schleimlunge sollte sich hier relativ bald auflösen. Und Schleimlunge mag es nicht so in normalen Sauerstoff. Aber ja, ne? Unnötig ist unnötig. Wie sieht es hier eigentlich dann allgemein mit der Luftdruck aus? Na, es ist auf jeden Fall Sauerstoff noch da, ne? Aber nicht mehr allzu viel. Hm. Wir könnten hier mal aufmachen und das Zeug nachziehen lassen, ne? Hm. Hm. Ja, machen wir mal. Ich hatte sowieso vor, hier mal das Graben anzufangen. Heißt also hier... Machen wir mal hier rum. Können die von hier nach hier springen? Ich glaube schon, ne? Aber ich schiebe trotzdem mal den ganzen Rest weg. So. Dann kann die Luft besser ziehen. Mhm. Wie sieht's eigentlich mit Wir haben zwei Verkranke. Oh, Schleimlunge. Oh, ich wusste es. Ich wusste es! Why does this happen to me? Ne? Oh Mann. Hier. Kann die Pumpe mal angeschlossen werden. So, dann gehen wir weiter in der ganzen Aktion. Gucken wir mal, warum der Strom ausfällt, weil die Leute wieder nicht Kohle nachgeschoben haben. Ganz schlechte Sache, ganz schlechte Sache. Come on. Ein bisschen Kohle. Geht schon. Hier oben ist immer noch die ganze Sorge. Komm, misch das mal auf. So, so wirklich viel Chlorgas ist hier eigentlich gar nicht mehr. Was? Ich kann das eigentlich hier jetzt langsam mal ausschalten. Disable Building. Aber das Chlor, das kondensiert hier schon genug. Wie viel ist es jetzt mittlerweile eigentlich? 300 Milliliter. So, hier. Wisch das ganze Chlorgas mal auf.
So. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis das unten alles eigentlich aufgebaut ist und angeschlossen. Ja, den Strom müssen wir noch ganz runterlegen, ne? Jetzt haben wir wieder kein Kupfer mehr. Jedes bisschen Kupfer ist zu viel. Gut, dann gehen wir hier mal auf die Stromleitungen. Die sind ja sowieso unter Strain momentan. Dann dekonstrukten wir mal die hier. So. Was genau straint die eigentlich? Von Hydrogen? Wir könnten hier noch refinen. Aber soweit ich das gelesen habe, kostet das verdammt viel Hitze. Würde ich also erstmal lassen, vor allem weil wir gerade so die Temperaturen langsamst wieder in den Griff bekommen. So ganz gemütlich. Naja. Wer es glaubt, bezähle ich. Ah, Mann. Hier machen wir das Iron Ore mal weg, dann haben wir nämlich das Ganze schon nämlich in refineder Form. Doch nicht. Ha! Wir haben kein Iron Ore, weil wir es refined haben. Doch, da ist es doch. Nein, ist Iron Ore, nicht Iron. Doch, hier unten ist Iron. 150 Kilogramm. Ihr habt das bestimmt schon wieder nicht zugedreht. Nein. Oh Mann. Meine Dupes hier. Starvation! Gabby! Warum? Da liegt gutes Barbecue direkt daneben. Zisch dir das einfach rein. Ja, aber du gehst vorher lieber wieder kacken. Warum machen die Dupes das? Warum gehen sie kurz vorm Starven immer auf die Toilette? Ich bin verwirrt. Ich bin nicht in der Lage, das zu verstehen. Mensch, Meyers. Mensch, Meyers Kinders. Ne? So. Wie gesagt, leichte PTSD-Schäden. Ah, Mann. Ihr habt schon wieder den Generator nicht nachgefüllt. Die Füllung war doch gerade neu. Naja, es wäre schon cool, jetzt eine neue Base anzufangen. Aber die Sache ist halt die, wir haben jetzt schon fast 50 Parts beieinander. Das dürfte jetzt Part 49 sein. Und, ich hatte ja mal vor, vor einer Weile, nicht Let's Plays zu machen, die länger als 45 Parts sind. Da war doch irgendwas, ne? Ah, oh, nee. Nee, nee, nee. Ihr seht immer, wie gut ich meine eigenen Vorsätze halte. Aber jetzt mal ehrlich, das ist das Problem, was du halt oftmals hast mit den Games, wenn sie so lang sind. Oder beziehungsweise mit solchen Baugames. Dass die teilweise recht lang sind, wenn du nicht gerade schneidest wie ein Irrer. Das Problem ist nur, ich habe keine Zeit zum Schneiden. Ich habe gerade so Zeit momentan für meine Bachelorarbeit und den ganzen Kram drumherum, weil ich bin jetzt gerade dabei, mir eine eigene Internetseite aufzubasteln, um mir ein Portfolio aufzubauen. Weil ich muss mich mittlerweile bei Firmen bewerben, um halt eben Geld zu verdienen, ne? Ich verdiene ja über, also YouTube ist ja nur so ein jahrzehntelanges Hobby, ne? Also es ist, unoffiziell ist es schon mein, habe ich im März meinen 10. Kanalgeburtstag gefeiert. Also inoffiziell, weil ich habe ja, bevor ich Let's Plays gemacht, ja andere Videos gemacht. Also das älteste Video ist jetzt 10 Jahre her. Aber mein erstes Let's Play ist erst 8 Jahre her. Das heißt also, wir haben im März unser inoffizielles 10., aber unser offizielles 8. Geburtstagsfeierchen gehabt hier. Und ja, ne. Da muss man, das war auch eigentlich, by the way, für die Leute, die es interessiert hat, die, in dem Wahl stand ja Metro Exodus zur Auswahl, was ja so ein bisschen, ja, so ein bisschen wenig reingepasst hat in die Wahl. Und auch im Allgemeinen so, was ich zur Wahl stelle. Das war eigentlich so eine Idee, wo ich sage, ja gut, wir spielen Metro Exodus. Dann haben wir die Metro-Serie durch. Und das passend zum 8. Geburtstag des Kanals. Der Grund, warum ich nicht erwähnt habe, dass das der 8. Geburtstag ist vom Kanal und dass das halt eine Serie ist, die mit dem Kanal tatsächlich auch ein bisschen Verbindung hat, war halt einfach, weil ich halt die Wahl nicht beeinflussen wollte, ne? Ich beeinflusste ja schon mit der Auswahl der Spiele. Und, ja, ne? Das ist, glaube ich, der Maximum Einfluss, was ich ausüben möchte. Weil, nun ja, ne? Es ist ja eine Demokratie hier, ne?
Wenn ihr zu, wenn ihr den, das, die, wenn ihr die Serie nicht mehr sehen wollt, dann wollt ihr die nicht mehr sehen. So ist es dann halt, ne? Bisschen schade, aber naja. Ich muss dazu sagen, Metro Exodus ist auch kein hundertprozentiges Metro mehr, nach meiner Meinung. Ich habe es ja selber schon durchgespielt, weil, ja, ne, man hat's ja, ne? Und, ja, ne? Metro Exodus. Interessante Thema, also interessantes Game, aber mir ein bisschen zu klassisch postapokalyptisch geworden. Also es gibt den religiösen Fanatiker, Klassiker, es gibt die Mad Max Welt, Klassiker, es gibt die kannibalistischen Regierungsvorsitzenden, Klassiker, ja, ne, ist ein bisschen Klischee geworden, ne? Aber gut, ne? Hat trotzdem Spaß gemacht. War eine schöne Serie. Immer wieder ein bisschen. Das war mein erstes AAA seit Ewigkeiten wieder. Weil ich halt ja in der Regel nicht viel von AAA-Games, weil die eigentlich ziemlich blank sind. Und nicht besonders an Tiefe oder Interesse haben. Also, was heißt Tiefe und Interesse? Falsch formuliert. Sie trauen sich oftmals keine Risiken einzugehen und machen daher oft dasselbe. Ja? Und ich habe das halt schon x-tausendmal gesehen und mir das zu versuchen, erneut zu verkaufen, ist halt schwierig. Ne? Ich muss mal meinen Blueprint. Farming, aber ich würde eher Ranching brauchen anstatt Farming. Interior Direct, nee, das ist nicht an Constructive. Increase building by most basic structures. Incapable of building even a mouth. Na gut, nein, mouth breather. Nee, wir holen uns den Hatchling. So, hier. Fangt den einer mal ein. Okami Hime würde sich sicherlich gefreut haben. Ne? Jetzt darfst du jedes Mal zuschauen, wenn ein neuer herkommt. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die, dass der Verbrauch deutlich höher ist als sonst. Irgendwie ist das beunruhigend. Nee. Nee. Es missfällt mir, dass die Duplikins das in letzter Zeit ein bisschen häufiger betreiben. Naja. Aber gut, ne? Irgendwann muss jetzt ja auch Schluss sein. So, aber auf jeden Fall. Ist noch irgendwas zu bequatschen? Wir hatten jetzt hier das hier noch abgehakt. Ich muss jetzt das mal ein bisschen sammeln, weil ich werde jetzt wahrscheinlich für den Korrektor der Zukunft, weil das jetzt mein Ende meiner Aufnahmesession. Ich habe viel zu lange aufgenommen, mein Hals tut mir schon wieder weh. Ich bin ja wie gesagt noch nicht 100% auf dem Damm. Wir werden hier noch weiterbauen, das ganze Kram hier. Dann werden wir... Und jetzt, wenn ich am Ende von der Aufnahmesession bin, schaue ich mir immer das letzte Video von der letzten Aufnahmesession an, um zu wissen, wo ich weitermachen muss. Wir müssen das hier noch fertig bauen. Nahrungsmittel ist kein Problem. Wir müssen einen Rancher ersetzen. Und ja. Ich glaube, das war's eigentlich. Im Großen und Ganzen. Ein bisschen Farming im Auge behalten, aber gut, ne? Dann würde ich mal sagen, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn es heißt Let's Play Oxygen Not Included. Fertig, Gott!